Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play BeamNG Drive. Wie ihr seht, wir haben heute wieder eine neue Mod. Wie man die Teste downloadet, ist unten in der Video. Wow, das sieht interessant aus. Beschreibung. Wir haben den Subaru. Ganz komischer Name. Ganz komischer Name. Ich gehe einfach mal davon aus, den gibt es wirklich. Alcyon. Ich sag jetzt mal Alcyon. Oder Alcyon SVX. Wir haben hier drei verschiedene Varianten. Und eine Dragster-Variante. Aber ist noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, wir haben ihn getestet. Wollen wir mal losfahren? Warte. Kurz Test. Blinker. Blinker funktionieren. Innen drin. Also in der Uhr. Funktioniert die? Ah, die funktioniert sogar. 10.07 Uhr abends natürlich. Mensch. Warte, geht das? Bitte sag mir der. Ah, oh, Schalthebel geht. Gute Mod. Automatisch eine gute Mod, Leute. Schalthebel funktioniert. Bewegt sich. So. Und der steuert ziemlich hart. Ich nehme mal an, das Ding hat Allrad. Ich glaube, stand da eben. Aber ich habe es nämlich hier. Das war Allrad, ja. So, und schöner Sprung. Schöne Pirouetten. Und wir werden absolut schnell aufgefallen. Scheint gar nicht so langsam zu sein. Puh. Und ich hatte natürlich gesagt und versprochen, dass alle Leute, die sich die Masken gekauft haben und mir ein Bild schicken, Instagram oder Discord, kommen in die Videos rein. So zum Beispiel durchs hier. Sieht geil aus. Danke fürs Kaufen der Maske. Ich hoffe, sie gefällt dir. Sieht auf jeden Fall super aus, wie ich finde. Die Full-Face-Maske hat er sich geholt. Ja, da kriegt die Masken. Denkt dran, wenn ihr noch keine habt, Link ist oben rechts oder unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr die Masken. Gibt zwei verschiedene. Eine unauffällige und die schön leuchtende, sage ich mal, schon fast Full-Face-Maske. Und einige von euch haben mir Bilder geschickt, aber so per Instagram direkt das Foto gemacht. Und dann kann ich das nur einmal anschauen. Das heißt, ich kam nicht dazu, die Screenshots zu machen. Das heißt, wenn ihr das so mir so geschickt habt, guckt am besten nach, wenn ihr es mir geschickt habt, wie ihr es mir geschickt habt. Und wenn ihr das Bild selber nicht sehen könnt, dann kann ich es auch nicht sehen. Das heißt, schickt es einfach nochmal. Dann kann ich es machen. Dann kommt ihr auch in die Videos rein. Nur damit hier jeder reinkommt. Ne? Will ja nicht, dass ich irgendwie jemanden verpasse. Auf jeden Fall, wir sehen schon mal, der Wagen geht ja ziemlich ordentlich kaputt. Und sicher wäre eigentlich eine ganz gute Mod zu sein. Also man sieht, ist noch nicht alles hundertprozentig fertig. Einfach minimal nicht, irgendwas ist nicht stimmig bei dem Wagen. So, eine Sache sieht irgendwie falsch aus bei dem. Weiß ich nicht. Aber irgendwas stimmt nicht ganz. Aber wie gesagt. Ist noch nicht ganz fertig. Oh, okay. Das war sehr interessant, wie unsere Räder plötzlich. Also sie sind noch da, aber sie sind unsichtbar. Die können aus irgendeinem Grund nicht beschädigt werden. Warte mal. Was passiert, wenn wir. Also wenn die Räder. Nee, jetzt geht's. Warum sind die Räder gerade eben verschwunden? Das war sehr, sehr interessant. Das hatten wir auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob das an der Mod lag oder ob das ein Beam. Ja, okay, es liegt an der Mod. Also wir können noch. Wir haben noch Räder. Das Rad ist weg. Also ein Rad haben wir verloren. Aber hier sind noch die Räder. Guck, das dreht sich sogar. Können wir stehen? Können wir rückwärts fahren? Ne, weil er die Kraft nach vorne rechts schickt. Okay. Sehr interessant. Auf jeden Fall wollen wir mal eine der anderen Varianten ausprobieren. Wie gesagt, das ist die Left-Hand-Drive. Dann haben wir die Right-Hand-Drive. Was haben wir denn? 3,3 Liter H6. Okay. Frontantrieb. Ah, war ich sogar falsch. Das ist Frontantrieb. Und eine Automatik. Jetzt machen wir das Lenkrad mal nach rechts. Oder auch nicht. Das ist die Rechtsvariante. Aber, oh, guck, sogar die Handbremse ist animiert. Voll cool. Ich mag Details. Details sind immer toll. So. So, jetzt will ich was gucken. Jetzt will ich gucken, ob wir extreme Details haben. Warte mal. Wo haben wir unseren Lichtschalter? Bist du der Lichtschalter? Wo haben wir den Lichtschalter? Licht. Wo ist Licht? Ja, das Licht? Nee, ich suche das normale Licht. Vielleicht bin ich auch gerade zu blöd, das zu finden. Ich gucke, ob sie es dreht. Warte mal. Das wollte ich jetzt nicht. Verdammt. Hat noch nicht die Qualität vom Dings, aber vom Fokus. Wo der sich selbst den Schlüssel dreht. Aber trotzdem, cool. Cool. Gefällt mir. So, wir haben jetzt andere Räder. Interessanterweise mit der Variante. Hinten haben wir sehr große sportliche und vorne haben wir einfach nur so Stahlteile. Trotzdem gut genommen, uns absolut gegen diesen Block zu hauen. Kotflügel sind nur außen dran. Okay, wollen wir mal eine schnelle Variante hier nehmen, oder? Vielleicht funktioniert die ein bisschen besser. Wir haben immer noch die LSI-Variante. Achso, die hat Allrad. Okay, die hat Allrad. Erstmal ein Stückchen trinken. Denk dran, immer schön viel trinken. Und am besten Wasser. So. Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Farben. Rechts unser Auspuff ist ein bisschen am Wackeln, aber naja. Zwei verschiedene Farben. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Driften kann man ein bisschen. Oh, hat aber nicht ganz so viel Power, wie er bräuchte, um hier richtig rumzukommen. Ich gebe Vollgas.
Naja. Wenn wir mal hier einen leichten Sprung machen. Okay, leichter Sprung. Es war nicht ein leichter Sprung. Aber, oh, haben wir das Rad erwischt. Ja, sobald ein Rad beschädigt wird, stark, dann verschwinden alle Räder. Aber sie sind nur unsichtbar, sie sind noch da. Aber sie sind noch nicht. Interessanter Bug. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Aber irgendwie passiert's. Irgendwie passiert's. Na, dann werfen wir einen Blick auf den Motor, ist auch schön. Was haben wir denn hier? 4Cam 24 Wealth H6. Können wir das hier sogar lesen? Warte. SS Subaru. Okay, das ist aber abgeschnitten. Boah, die Details sind cool. Kann ich das hier sogar lesen? Air Conditional, I-Type. Wow. Coole Details. Coole Details vom Motor und allem. Nicht schlecht. Ich mag die TT-Mods. TT-Mods sind das A und O unserer Gesellschaft, sage ich Leute. Ohne die TT-Mods würde nichts geben. Und da das kein Standardfahrzeug ist, haben wir hier sogar wirklich einen Tankdeckel. Was aus irgendeinem Grund Standardfahrzeuge nicht haben. Was ich immer noch nicht weiß, warum. Aber muss ich irgendwann mal fragen. Warum haben die keinen Tankdeckel? So, weiß nicht, ob sie nicht dran gedacht haben, weil es gibt keinen Grund eigentlich, dass sie nicht dran machen, oder? Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht die reinzumachen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr kuriose Sache, während wir den Wagen hier schön weiter zerstören. Denkt auf jeden Fall dran, nach der Folge mir in die Kommentare zu schreiben, was ihr von der Mod haltet. Ich finde sie, wie gesagt, ganz gut. Also man merkt, dass sie noch nicht 100% fertig ist. Nice. Aber ist schon ziemlich cool. Hat Potenzial. Mal schauen, ob die noch weiterentwickelt wird. Wow. Bisschen breit. Bisschen ragt ein bisschen rein in den Kotflügel. Minimal. Minimal. Oh Gott. Ach, sogar die Bremse ist... Wir ignorieren, dass das irgendwie nicht ganz passt. Boah, guck dich mal an, wie der Motor sich selbst hochzieht. Guck dich das an. Wir müssen es auch im Leerlauf müssen wir das machen können, ne? Nee, und da guck ich an, wie der Motor sich zieht. Drin sich nicht nach oben drehen. Oh, schalten sollte man. So, 150. Wir überhitzen schön. Oh, wie beim Schalten die Temperatur runtergeht. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil wir schon so hoch sind. Oh, und wir springen rüber. Um. Okay. Ja, einige Sachen gehen jetzt dann zum No Texture rüber, sobald wir crashen. So, hier probieren wir es nochmal. Aber jetzt mal gucken, wie beim Schalten die Temperatur runtergeht. Da. Oh. Da, hier wieder runter. Na komm, lernen schalten. Werfen wir einmal rum, das Ding. Wir wollen schön außenrum, dass wir auf möglichst Höchstgeschwindigkeit kommen. Falls wir das schaffen. Ich hatte das Terrain unterschätzt. Au. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Aua. Okay, dann fahren wir halt geradeaus gegen. Okay. Na, machen wir es einfach mal manuell, oder? Wir springen nicht mal da hinten hin. So, schön in die Ecke. Bisschen zu viel in die Ecke. So, perfekt. Dann wollen wir mal losfahren. Mal schauen, auf welche Geschwindigkeit wir kommen. Ich sag 330, falls die Gänge so hoch gehen. Komm schon, täusch mich nicht. Falls der Motor uns auch nicht davor explodiert, das kann auch nicht sein. Ich verstehe, zu putzen. Ah, wir kommen nicht mal bis 330. Ja, der letzte Gang, wir haben 5 Gänge, deswegen. Hätten wir 6 Gänge gehabt, hätten wir es vielleicht geschafft. 274. Komplette Zerstörung. Autsch. Okay. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Oh, wow. Okay. Fahren wir dich mal rechts entlang. So. Wollen wir dich nochmal springen lassen als letzten Crash für heute. Da rechts ist schon wieder. Hoch. Jetzt kommt der weite Sprung. Einmal über das kleine Waldgebiet hier. Überschlag. Weiterer Überschlag. Hinten gegen. Autsch. Auf jeden Fall. Zu viel schneller wollte ich ja gar nicht weg. Ich wollte eine coole Kurzkamera. Auf jeden Fall. Links nochmal das in der Beschreibung. Ist ganz cool. Noch nicht hundertprozentig perfekt. Hat aber viel Potenzial. Also da hoffe ich, dass die weiterentwickelt wird. Und alle, die mir eine Maske geschickt haben, also blinkelt der Maske, denkt dran, nochmal bitte nachzugucken, ob ihr es richtig geschickt habt. Falls ihr noch nicht in einer der Folgen drin wart. Und ja. Ich bin für euch fürs Zuschauen. Was gewinnt, dann sag ich bis zum nächsten Mal. Ciao.